Hallihallo und einen wunderschönen Abend allerseits. Ja, dieses Video soll zweierlei Ziel verfolgen. Zum einen möchte ich euch einen kurzen Überblick über die 12 Schüsslersalze geben und zum anderen soll es ein Experiment sein, da ich näher Interessierte gerne einladen möchte, 4 Wochen lang mit mir zusammen einen Mini-Schüsslersalzkurs, quasi eine Mini-Ausbildung zu machen. Pilotprojekt, ich habe den Adventskalender über die Schüsslersalze vor knapp 5 Jahren aufgenommen, habe inzwischen so viele Zuschauer und Views auf die Videos, dass ich mir jetzt nach 5 Jahren gedacht habe, ich könnte doch mal was anbieten, weil ich immer wieder Fragen von euch bekomme. Und für 12 Leute biete ich an, dass wir diesen Herbst, sobald wir die Gruppe voll haben, alle 12 Antlitzzeichen durchgehen und ihr mit mir zusammen alles über die Schüsslersalze erfahren könnt, was ihr gerne möchtet. Doch bevor ich einfach nochmal 2, 3 Sätze dazu sage, möchte ich euch jetzt erst einen kurzen Überblick geben und all diejenigen, die die Schüsslersalze noch nicht so kennen, ein wenig neugierig machen. Denn man kann mit diesen 12 Basissalzen, die Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler, ein Oldenburger Arzt aus dem 19. Jahrhundert, ins Leben gerufen hat, so viel Tolles anstellen. Es ist aus meiner Sicht die ideale Hausapotheke und ich berate auch Freunde und Bekannte und Familie wirklich immer wieder gerne. Wenn irgendwas ist, merke ich, ich denke sofort in diesen 12 Basics, weil sie halt einfach so ideal zugeordnet sind. Dr. Schüssler war es wichtig, eine vereinfachte Therapie ins Leben zu rufen. Er ist eigentlich homöopathischer Arzt gewesen und wie ihr vielleicht wisst, da gibt es tausende von Mitteln, die dann ganz genau anamnesemäßig erörtert werden mit demjenigen, der da gerade ein Leiden hat. Und die 12 Schüsslersalze sind eben tatsächlich die 12 Basisverbindungen an Mineralstoffen, aus denen der Körper gemacht hat. Und sie wirken wie kleine Bauarbeiter, die aus den Baustoffen, die ihr grobstofflich aufnehmt, dann letztendlich das Haus bauen, also quasi den Körper wieder in Schwung bringen, Selbstheilungskräfte anregen. Und ich bin ein großer Fan, immer wieder, und es ist auch spannend, sie haben ja auch korrelieren mit gewissen Gefühlszuständen, die wir Menschen ja durchaus auch immer durchlaufen. Und es ist oft ganz spannend, was dann die Zahl und das Salz wiederum irgendwie im Gesamten mit dem Menschen zu tun hat. Doch jetzt mal im Schnelldurchlauf die 12 Salze. Das Schüsslersalz Nummer 1 ist das Calciumfluoratum, Calciumfluorid. Und es ist das Salz für die Hülle, das heißt für die Haut, für die Haare, für die Nägel, für die Zähne, für die Knochenhaut, für alle Häute, die die Organe umgeben, für eure Bänder, für eure Sehnen, für all diese Dinge. Und es gibt diesen schönen Spruch, macht Hartes weich oder macht Weiches hart, das heißt verhärtetes Narbengewebe oder Hornhaut an den Füßen. Das sind einfach so Dinge, wo die Nummer 1 ein total toller Helfer ist. Die Nummer 2 ist das Calciumphosphoricum, Calciumphosphat. Und das ist das Salz für die Fülle. Diese beiden Sätze kann man sich ganz gut merken. Das heißt, das Innenleben des Zahns und auch der Knochen an sich, also bei Osteoporose zum Beispiel, wo die Knochen sich auflösen, ist das Calciumfluoratum so ein richtig schönes Substanzsalz. Und es gibt dann auch immer eben so ganz schöne, zum einen gibt es eben die Antlitzzeichen, die erwähnten, und es gibt aber auch sowas wie Heißhunger, spezifische Heißhunger-Themen, die man vielleicht hat, die bei so einem Salz dann zutreffen. Und bei der Nummer 2 ist es zum Beispiel Deftiges oder Pikantes. Außerdem ist es mit Magnesium zusammen, also Calciumphosphoricum, das Magnesiumphosphoricum, ganz, ganz wichtig auch fürs Herz und für die Muskulatur. Wobei das Calciumphosphoricum, die Nummer 2, für die Muskulatur ist, die wir steuern können. Das heißt, Taubheitsgefühle in Armen und Beinen oder auch Wadenkrämpfe bzw. Nackenverspannungen sind ganz oft die Nummer 2 und gar nicht unbedingt die Nummer 7, wie man das oftmals denkt. Die Nummer 3 ist das Ferrumphosphoricum, Eisenphosphat, extrem wichtig. Der Ersthelfer in allen Notfallsituationen, ob man sich irgendwie verletzt hat, umgeknickt ist, irgendwas verstaucht hat oder aber auch bei ersten Erkältungszeichen, also in ersten Entzündungsstadien, bei Fieber, bei all diesen Dingen ist das Ferrumphosphoricum wunderbar. Also wenn du nur ein Schüsslersalz in deiner Hausapotheke haben solltest, wäre es die Nummer 3.
Und natürlich, wenn du irgendwelche Eisenmangel-Thematiken hast, dass das nicht so wirklich gut aufgenommen wird, mit 10 Tabletten der Nummer 3 und einem hochdosierten Eisenpräparat kann das wirklich Wunder bewirken. Die Nummer 4 ist das Kaliumchloratum, Kaliumchlorid. Das ist ähnlich wie das Natriumchlorid, die Nummer 8, neutrales Salz, was jetzt nicht wie zum Beispiel Phosphor stärkend wirkt, aber es ist eben ganz, ganz wichtig so für alle Oberflächen und die Schleimhäute. Kaliumchloratum, auch wenn man so, wie soll ich das beschreiben, da bin ich jetzt schon wieder bei den Antlitzzeichen, so milchig weiß um Augen, um den Mund aussieht, da hilft das Kaliumchloratum total gut. Oder eben auch, um wirklich bei trockener Nase oder trockenen Augen in Kombination mit der Nummer 8 ein super gutes Mittel. Außerdem zweites Entzündungsstadium, wenn es schon so ein bisschen eitrig, schleimig irgendwie wird, ist die Nummer 2 oftmals total gut. Und auch bei Besenreißern, Koporose und all solchen Geschichten hilft die Nummer 4 extrem gut. Nummer 5, Kaliumphosphoricum. Das habe ich gerade schon jetzt einmal erwähnt. Phosphatsalze, also die auf Phosphoricum enden, wirken immer energiespendend. Kaliumphosphoricum ist ein extrem wertvolles Salz für die Nerven. Also wenn du irgendwie erschöpft, schlapp, müde bist, vielleicht auch so ein bisschen eingefallene Schläfen hast und einfach irgendwie nicht so richtig in die Gänge kommst, mit den Nerven am Ende Gedanken kreisen, ist die Nummer 5 super, super gut. Nicht mehr unbedingt vorm Schlafen gehen, sondern lieber im Laufe des Tages nehmen, dann hilft dir dieses Salz perfekt und gibt dir neue Power. Kraftsalz. Die Nummer 6 ist das Kaliumsulfuricum. Damit sind wir beim ersten Sulfatsalz. Und Sulfatsalze, es gibt 3 Stück, die Nummer 6, die Nummer 10 und die Nummer 12, wirken immer ausleitend. Kaliumsulfuricum wirkt allerdings auf einer ziemlich tiefen Ebene. Das sollte man immer mit dem Beispielsalz, was ich hier heute in der Hand habe, der Nummer 10 kombinieren. Halbe Menge Nummer 6, doppelte Menge Nummer 10. Das geht richtig tief. Wenn du Lufthunger hast, immer das Fenster aufreißen musst, nicht gerne in engen Räumen bist, vielleicht auch rauchst, ist die Nummer 6 oftmals richtig gut. Auch bei Pilzerkrankungen kann sie Wunder wirken, weil es eben wirklich sehr, sehr gut entgiftet und das Milieu wieder ausgleicht. Die Nummer 7, das ist das zweite Salz, was ich dir in deiner Hausapotheke unbedingt empfehlen würde, wenn du mit Schüsslersalzen starten möchtest. Das ist das Magnesiumphosphoricum. Das entspannt die gesamte glatte Muskulatur. Das heißt, alles, was du nicht steuern kannst, deine inneren Organe, bei Periodenschmerzen, bei Krämpfen, bei allen möglichen Beschwerden, beruhigt auch das Herz. Also zusammen mit der Nummer 2 ist das die ideale Muskulaturmischung. Gibt auf jeden Fall auch Kraft und als heiße 7, das heißt 10 Tabletten von der Nummer 7 in einer Tasse mit heißem Wasser übergossen, ist wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Tipp und es entspannt sofort. Hilft auch beim Einschlafen und die Nummer 2, 5 und 7, 2 plus 5 macht 7, ist eine wunderbare Migränemischung. Auch die Energieschaukel genannt, gibt es auch ein Video hier bei mir auf meinem Kanal. Die Nummer 8, Natriumchloratum, gerade schon erwähnt, in Kombination mit der Nummer 4, extrem gut bei trockenen Schleimhäuten, bei trockener Haut. Die Nummer 8 ist auch, wenn du besonders viel schwitzt oder eben sehr wenig, besonders viel Durst hast oder sehr wenig. Das gleicht den Flüssigkeitshaushalt extrem gut aus, ist das feinstoffliche Kochsalz. Und da wir ja mit unserem Salzkonsum oftmals so ein bisschen aus der Balance geraten, kann dir das Schüsslersalz Nummer 8 dabei extrem gut helfen. Unter 10 Minuten schaffe ich es, glaube ich, heute nicht, aber es war mir extrem wichtig, euch hier heute wirklich mal diesen Impuls zu geben, denn die Idee hatte ich schon Anfang August und ich schiebe es immer weiter vor mir her. Deshalb habe ich es heute gemacht und ich bitte auch um Entschuldigung, was die Lichtverhältnisse betrifft, aber meine Fans werden es mir sicherlich auch nachsehen und auch wenn du vielleicht jetzt das erste Video von mir siehst, dann danke ich dir, dass du mich hier einfach so nimmst, wie ich bin. Das ist ein Amateurkanal, weil es mir einfach echt Spaß macht und es ist mein Hobby, hier mein Wissen mit euch zu teilen, euch Tipps zu geben, euch zu inspirieren. So, weiter im Programm. Die Nummer 9 ist das dritte Natriumsalz. Das ist wieder ein Phosphoricum, Natriumphosphoricum. Stichwort Säure-Basen-Haushalt. Ist extrem gut entgiftend, ist auch in der Stoffwechselkur der 4, 8, 9, 10 inbegriffen und es entsäuert halt unglaublich gut. In Kombination mit der Nummer 11 kann das auch sehr tiefenreinigend wirken
Und wenn du zum Beispiel Sodbrennen hast, Pickel, Mitesser, fettige Haut, dann ist die Nummer 9 ein super gutes Mittel. Die Nummer 10, wie hier eben, wie gesagt, jetzt schon zweimal in die Kamera gehalten, Natrium Sulfuricum. Da sind wir wieder bei der nächsten Schwefelverbindung. Das ist feinstoffliches Glaubersalz und hilft dir zu entgiften. Richtig, richtig gut. Und Entschuldigung, dass ich hier gerade den Faden verloren habe. Da kam eine Nachricht rein. Ich habe den Flugmodus vergessen. Auch egal. Die Nummer 10 ist zum Beispiel extrem gut bei Fieberbläschen, bei Herpes. Wenn du irgendwelche Magen-Darm-Beschwerden hast, mach dir gerne auch eine heiße 10. 10 Stück mit heißem Wasser übergossen kannst du immer machen. Und es hilft bei allen möglichen Magen-Darm-Problematiken. Bei Durchfall, bei Verstopfung oder was auch immer du sonst hast. Blähbauch, viel zu viel Luft im Bauch. Die Nummer 10 ist da echt top. Die Nummer 11 ist wahrscheinlich das bekannteste Mittel. Das ist das sogenannte Schönheitselixier, Silicea. Und für Haut, Haare, Nägel natürlich ist das top. Was du beachten darfst, ist, dass das ähnlich wie die Nummer 6 sehr tief geht und bitte mit der Nummer 9 kombiniert wird. Doppelte Menge Nummer 9, halbe Menge Silicea. Kieselsäure, grobstofflich, Ackerschachtelheim, Kraut, alles, wo eben Silicea drin ist, damit dein Bindegewebe stabil wird. Das holt wirklich die ganzen Schlacken tief aus dem Bindegewebe, deshalb auch toll bei Zellulite. Was du natürlich beachten musst, das dauert eine Zeit lang. Überleg mal, wie lange sich das alles in deinem Körper angesammelt hat und jetzt soll das wieder raus. Also von daher, bring Geduld mit. Sowieso immer gut, was deine Gesundheit betrifft, denn es lohnt sich. Und last but not least die Nummer 12. Das ist das Mittel bei Schock, das ist auch wieder ein Sulfatsalz, das ist das Calciumsulfuricum. Das geht auch richtig tief, da würde ich eher mit wenigen Tabletten starten. Nicht unbedingt so das Erste, was du dir in deiner Hausapotheke stellst, da würde ich die 3 und die 7 und die 10, solche Dinge, mit denen kannst du einfach so viel gute Dinge bewirken. Auch die Nummer 8, die Nummer 9, im Endeffekt sind sie alle toll. Und wie gesagt, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann freue ich mich total, wenn du Bock hast, mit mir zusammen eine Minischüssler-Ausbildung zu machen. Es ist einfach ein Pilotprojekt. Ich hau das hier so raus, weil ich weiß, dass es da draußen einige gibt. Und ich werde das zu einem überschaubaren Preis anbieten. 4 Wochen, 4 Termine. Wir gehen alle 12 Antlitzzeichen durch, alle 12 Salze mit 12 Personen. Und ihr dürft mir alle eure Fragen stellen. Wenn du Interesse hast, schreib mir einfach ganz unverbindlich eine Mail an moin@steffifischer.com. Genau. Setz dich hier auch in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn du dich zeigst, wenn du Interesse hast. Falls es nicht passt, auch gar kein Problem. Wenn irgendwas in Resonanz geht, schreib mich einfach an und ansonsten freue ich mich immer über erhobene Daumen, über nette Kommentare, über eure Wertschätzung und dass ihr mich hier so nehmt, wie ich bin, bei schlechter Beleuchtung und zu später Stunde. Und wie gesagt, wenn du auch private Schüssler-Expertin oder Experte werden möchtest, melde dich bei mir. Ich wünsche dir einen zauberhaften Abend, eine gute Nacht, einen tollen Start in die neue Woche. Und ich freue mich, dass ich das hier jetzt rausgehauen habe. In diesem Sinne alles Liebe und bis zum nächsten Video. Deine, eure Steffi. Bis dann.